begrüße Sie zu den IDEA TV Nachrichten. Mehr Nächstenliebe und Verständnis für den Mitmenschen, das hat US-Präsident Joe Biden beim jährlichen nationalen Gebetsfrühstück angemahnt. Die Botschaft von Freude, Hoffnung und vor allem Liebe sei mit Blick auf die Krisen dieser Welt noch viel wichtiger geworden. Das betonte der 80-jährige Katholik in seiner Rede in Washington vor Mitgliedern des Kongresses. Das nationale Gebetsfrühstück findet seit 70 Jahren statt. Dieses Mal hat der Kongress die Veranstaltung selbst ausgerichtet und ins Kapitol eingeladen. Weniger Kirchenmitglieder in Berlin. Der Anteil der Menschen, die Mitglieder der beiden großen Kirchen sind, ist auf ein gutes Fünftel geschrumpft. Dem dortigen Amt für Statistik zufolge lag der Anteil der Mitglieder beider Kirchen Ende 2021 in der Hauptstadt bei knapp 21%. 2 Jahre zuvor war noch gut jeder vierte Einwohner Protestant oder Katholik. Damit setzt sich der Abwärtstrend der Kirchenmitgliedschaft weiter fort. Noch vor 15 Jahren gehörten rund 30% der Bevölkerung einer der beiden Kirchen an. Gott nahe sein, ihn spüren, danach sehnen sich viele Menschen. Einige erleben ihn in der Natur, andere in der Bibel, andere in der Musik. Für den Songwriter und Lobpreisleiter Timo Langner lässt sich Gott in erster Linie finden, wenn wir nach einer lebendigen Beziehung mit ihm suchen. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt so, dass Gott immer sagt, ja, such mich in deinem Kämmerchen, an diesem Ort, wo du alleine mit mir bist. Ja, das ist wichtig und es ist auch Teil, dass wir in sein Wort gehen, dass wir ihn suchen, dass wir Zeit haben, wo es nur sich um ihn dreht. Aber ich glaube, dass das nicht immer realistisch ist, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, sondern dass man wirklich sein Leben lebt mit Gott von morgens bis abends. Ob in einer stressigen Alltagssituation oder bei der Erfahrung eines schönen Erlebnisses. In jeder Situation sollte man mit Gott im Gespräch bleiben, um die Verbindung zu ihm nicht zu verlieren, betont Langner. Er selbst erlebe Gottes Gegenwart, insbesondere in der Musik. Ich glaube, dass Musik auf jeden Fall ein Medium ist, etwas ist, was Gott geschaffen hat, in dem Bewusstsein, dass in diesem Text Wort und Melodie, was ja beides emotional auch ist und emotional sein kann, uns auch auf eine emotionale Art und Weise begegnen möchte, dass in diesem Zusammenführen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn loben und preisen, dass das wirklich ein Ort ist, der sehr, sehr intensive Begegnung mit Gott möglich macht. Das waren die IDEA TV Nachrichten. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.